Stellen Sie sich bitte einmal folgende Situationen vor. Situation 1. Ich teile mir ein Büro mit einem Kollegen und wir sitzen einander an zwei Schreibtischen gegenüber. Wir sind beide gleichzeitig anwesend und gehen unserer Arbeit nach. Ich stehe auf und sage zu meinem Kollegen folgenden Satz. Komme gleich wieder. Ich verlasse den Raum, zum Beispiel um zur Toilette zu gehen oder kurz an die frische Luft. Kurz darauf kommen Sie zu dem Büro, klopfen an und betreten den Raum, nachdem mein Kollege Sie hereingebeten hat. Sie wünschen mich zu sprechen. Mein Kollege sagt Ihnen, Frau Stritte wird in 5 Minuten zurück sein. Situation 2. Sie kommen zu meiner Bürotür und an der Tür finden Sie das. Sie klopfen trotzdem an, aber es antwortet niemand und die Tür ist auch verschlossen. Situation 3. Sie gehen am Wochenende im Wald spazieren. Dort finden Sie einen Zettel, auf dem steht, Frau Dr. Christine Stritte ist am 28.11.2021 14 Uhr in ihrem Büro in der Musterstraße 48 in Musterstadt, Sachsen anzutreffen. Was unterscheidet nun diese drei Situationen? Was haben sie gemeinsam und warum denken wir überhaupt im Zusammenhang mit der mittelalterlichen Literatur und ihrer Geschichte über so etwas nach? Worum es geht, ist der Zusammenhang zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit vor dem Hintergrund einer Unterscheidung von Medium und Konzept sowie um die Begriffe Verschriftung und Verschriftlichung. Zurück zu Situation 1. Eine ähnliche Situation haben Sie bestimmt selbst schon vielfach erlebt. Es wird Ihnen nicht viel Seltsames daran auffallen. Sie gehört quasi zu unserem Alltag, mit der wir in der Regel ohne Schwierigkeiten umgehen können. Es handelt sich um mündliche Kommunikation zwischen SprecherInnen und EmpfängerInnen, die jeweils in Kopräsenz, also gleichzeitig anwesend sind. Denn eigentlich handelt es sich ja um zwei Kommunikationssituationen. Beide sprachlichen Äußerungen sind sowohl medial als auch konzeptionell mündlich. Medial, da gesprochen, also nicht geschrieben. Konzeptionell mündlich bedeutet, die sprachlichen Äußerungen sind situationsgebunden, von Emotionalität geprägt und enthalten deiktische Elemente. Die Dekodierung, das heißt das Verstehen beider sprachlichen Äußerungen, ist auf die Kopräsenz der Kommunizierenden angewiesen und zwar in einem distinkten Raum-Zeit-Kontinuum. Nur deshalb hat weder mein Kollege noch Sie Probleme, den jeweiligen Satz zu verstehen, ihn als Information aufzufassen. Deiktische Elemente wie ich, wobei das sogar entfällt und die Verbindung von komme mitkodiert wird, gleich und wieder, beziehen sich auf genau diese eine Kommunikationssituation. Die Komponenten von Person, ich, Zeit, gleich und Raum, zurück, sind in der Situation verstehbar. Hinzu kommen Marker der Emotionalität und der sozialen Rolle. Während der Satz, den ich an meinen Kollegen richte, von großer Vertrautheit geprägt ist, nimmt sich der Satz meines Kollegen an Sie bedeutend förmlicher aus. Er nennt meinen Nachnamen, bestimmt einen distinkten Zeitraum, 5 Minuten, nur die Raumdeixis zurück bleibt streng situationsbezogen. Die sprachliche Äußerung zusammen mit den Parametern der Situation ermöglicht es der jeweils hörenden Person, diese nicht nur als bloße Mitteilung, dass jemand kommuniziert, aufzufassen, sondern als Information zu verstehen, auf deren Basis Sie zum Beispiel entscheiden können, ob Sie vor der Tür 5 Minuten warten möchten oder nicht. Kommen wir zu Situation 2. Es handelt sich ganz klar um Schriftlichkeit. Die Kommunikationssituation hat sich völlig verändert. Senderin der sprachlichen Äußerung ist in diesem Fall der oder sogar auch die Urheberin der Schrift. Senderin und Empfängerin sind nicht kopräsent. Die Produktion der Schrift und die Rezeption sind zeitlich und räumlich getrennt. Für den oder die Empfängerin, der oder die in diesem Fall eine Leserin ist nicht eindeutig, von wem dieser Zettel stammt. Es könnte ja auch von dem Kollegen stammen oder einer ganz anderen Person. Und auch der oder die Urheberin der Schrift kann nicht wissen, ob oder wer den Zettel lesen wird. Gleiches gilt für die zeitlichen Parameter. Wann wurde der Zettel geschrieben? Was bedeutet demnach gleich? 5 Minuten? 10? Und bezüglich des Raums stellt sich außerdem die Frage, ob die Äußerung überhaupt auf diesen Ort verweist oder ob, was bisweilen vorkommt, fälschlicherweise an mein Büro geklebt wurde. Fragen über Fragen. Diese Mitteilung geht kaum als Information durch, auf deren Basis Sie eine zielführende Entscheidung treffen können, zu warten. Diese sprachliche Äußerung bezeichnet man als
medial schriftlich, da geschrieben, nicht gesprochen, aber konzeptionell mündlich, da nur situationsgebunden die Referenten ihrer deiktischen Marker Bedeutung tragen. Zur Situation 3. Hier können wir nun schon anwenden, was wir gerade erarbeitet haben. Es handelt sich erneut klar um Schriftlichkeit. Alles, was zuvor als situationsgebunden identifiziert wurde, das heißt alle Informationen der Person, des Ortes, der Zeit und so weiter, werden in die Schrift übertragen, um aus der Mitteilung, dass jemand kommuniziert hat, eine Information zu machen. Das deiktische Element Ich ist durch einen distinkten Namen ersetzt, der an eine Person gebunden ist. Die Zeit ist mit Datum und Uhrzeit präzise angegeben, ebenso der Ort. Weitere Informationen über die Person und den Gebrauchszusammenhang erhalten Sie zum Beispiel auch durch die Angabe eines akademischen Titels, dass es sich um eine Geschäftsadresse handelt und so weiter. Die Mitteilung ist unabhängig von Senderin und Empfängerin von Raum und Zeit als Information verstehbar. Die sprachliche Äußerung ist also nicht nur medial schriftlich, sondern auch konzeptionell. Sie ist situationsentbunden, weist größere sprachliche Komplexität auf, bemüht sich um präzise Formulierungen zugunsten der Textkohärenz, ist objektiv und monologisch. Eine vierte Situation brauche ich gar nicht zu beschreiben, denn Sie erleben sie ja gerade. Mein Vortrag, den Sie gerade hören, ist medial mündlich und konzeptionell schriftlich. Dass die mediale Mündlichkeit, die typischerweise eine Nähekommunikation darstellt und von der Kopräsenz von SprecherInnen und EmpfängerInnen geprägt ist, bei einem auf Video aufgezeichneten Vortrag etwas komplizierter ist, bringt in den Blick, was dieses schöne Diagramm in seiner vereinfachten Systematik defizitär werden lässt. Die gerade vor- und eingeführte Unterscheidung zwischen konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit sind nicht dichotom, sondern ein Kontinuum mit vielen graduellen Abstufungen. Demgegenüber sind Texte entweder medial mündlich oder medial schriftlich. Dahingehend verunsichernde Formen wie das Telefongespräch oder eine Videoaufzeichnung lassen sich graduell hinsichtlich Nähe und Distanz differenzieren. Schon der Satz, den Sie von meinem Kollegen gehört haben, enthält konzeptionell schriftliche Elemente und die mediale Mündlichkeit des aufgezeichneten Videovortrags ist deutlicher auf Distanz als von Nähe geprägt, obwohl Sie mich sehen können und Sie Informationen zum Beispiel an meiner Mimik ablesen können. Trotzdem leisten die Begriffe, welche die Romanisten Peter Koch und Wolf Oesterreicher 1986 in einem Zeitschriftenaufsatz erörtern, einiges für die Beschreibung des komplexen Verhältnisses, mit denen wir es bei der Analyse mittelalterlicher Texte und ihrer schriftlichen Überlieferung zu tun haben. Wir wollen uns die Unterschiede noch einmal an Beispielen der althochdeutschen Segens- und Beschwörungsformen vergegenwärtigen. Medial sind sie natürlich schriftlich auf uns gekommen, das ist unstrittig. Ihren ursprünglichen Gebrauchszusammenhang werden sie aber wohl in der Mündlichkeit gehabt haben. Das gilt übrigens bis ins Spätmittelalter hinein für das übermächtige Gros der volkssprachlichen Literatur, von den Gebeten und Taufgelöbnissen über die bibelepischen Texte, Legenden, die Heldenepik, den höfischen Roman, Schwänke, Mähren bis hin zum Minnesang, der Sangspruchdichtung, den Minnereden und so weiter. Lesen ist zumeist lautes Vorlesen vor Publikum. Wahrscheinlich las auch der Einzelne für sich meist laut. Diese grundsätzliche Verwerfung zwischen originärer mündlicher Medialität und schriftlicher Überlieferung gilt es also immer mitzudenken. Die Merseburger Zaubersprüche haben Sie schon kennengelernt. Medial schriftlich weisen sie doch viele Merkmale der konzeptionellen Mündlichkeit auf, verweisen auf mündliche Gebrauchssituationen. Die Korrektur des Namens Fohl allerdings ist typisch für das schriftliche Konzept, das aufgrund der Distanz zwischen Entstehung des Textes und Aufschreibesituation entsteht. Wie immer handelt es sich also um eine Mischform, wenn auch die Mündlichkeit klar näher liegt. Die Anwendungssituation bleibt dunkel. Sollen damit Gefangene befreit werden oder erlahmte Pferde oder gar Menschen behandelt werden? Ganz anders in diesem Beispiel. Pausieren Sie hier bitte, um den Text zunächst ganz durchzulesen. Die Überschrift gibt auf Lateinisch an, dass der Text aus einem Pferd angewendet werden soll, das an Rähe erkrankt ist, welche die Hufe befällt. Der Aufbau scheint zunächst typisch. Die Historiola erzählt eine Vorbildgeschichte aus der Vergangenheit. Ein Mann musste zu Fuß gehen, weil sein Pferd die Rähe hatte.
Er begegnet ihm Jesus Christus, der ihm sagt, er solle das Pferd am Ohr ziehen und ihm etwas ins Ohr hineinraunen. Außerdem sollte ein Tritt an das kranke Bein die Rehe heilen. Dann folgt zunächst das Wort Paternoster zusammen mit einer lateinischen Handlungsanweisung, wie außerdem mit dem kranken Pferd zu verfahren sei. Als Vater Unser ist das Vater Unser ist vermutlich ganz zu sprechen. Die Angabe des Titels des Gebets dient schlicht als Platzhalter und Gebetsanweisung. Erst dann folgt die Sprechanweisung Dicens mit der Invocatio. Der wiederum lateinisch beginnende objektivierende Einschub Cuius cumque coloris sit sollte wohl nicht mitgesprochen werden, sondern dient wiederum als Platzhalter für jedes mögliche erkrankte und zu heilende Pferd. In der überlieferten Form handelt es sich um einen konzeptionell schriftlichen Text mit einem Titel, der den Gebrauchszusammenhang spezifiziert. Handlungsanweisungen, die nicht gesprochen, sondern nonverbal ausgeführt werden, objektivierende Platzhalter für situativ wechselnde Elemente, um Situation entbunden, verstehbar zu bleiben und anwendbar zu bleiben, und der Wechsel von Latein und Volkssprache. Beide Texte, Merseburger Zauberspruch und der Pferdesegen, entstammen originär wahrscheinlich der Mündlichkeit, wurden wohl lange vorher mündlich tradiert und situativ angewendet. Schriftlich sind sie trotzdem auf unterschiedliche Weise geworden. Der Merseburger Zauberspruch, so kann man vor dem Hintergrund der Unterscheidung von Medium und Konzept nach Koch Österreicher sagen, wurde wahrscheinlich verschriftet. Mündliche Rede wurde 1:1, das heißt schematisch, wörtlich, in die Schrift übertragen. Sie erinnern sich an den Zettel an der Tür. Kontextuelle Parameter der Gebrauchssituation fehlen. Das Verständnis und damit auch die Interpretation sind erschwert. Das ging ja auch dem Schreiber so. Der Pferdesegen kann wohl eher als verschriftlicht gelten. Das bedeutet, dass sich der Schreiber des Textes um Textkohärenz, Vollständigkeit, Objektivierung, Präzision bemüht hat, damit der Textsituation entbunden verstehbar bleibt. Ein extremer Fall von konzeptioneller Schriftlichkeit und Verschriftlichung ist zum Beispiel dieses hier. Eine Geheimschrift ist per Definitionem an die Schrift gebunden und ist von einer ursprünglich mündlichen Beschwörungspraxis sehr stark entfernt. Einfache Geheimschriften wie diese hier, jeder Vokal wurde lediglich mit dem im Alphabet folgenden Konsonanten ersetzt. Sie sehen unter der Handschrift schon die Auflösung, waren weniger dazu gedacht, das Aufgeschriebene für andere unverständlich zu machen und zum Beispiel arkanes Wissen zu kodieren, sondern der Schrift selbst wurde dadurch eine Art magischer Status verliehen und das Aufschreiben zu einer magischen Handlung. An diesen drei sehr unterschiedlichen Beispielen kann man schön sehen, wie eine Textsorte, wie etwa die Segens- und Beschwörungsformeln, die bereits das Zusammenspiel von Wort und Handlung per se in sich trägt, bei der Tradierung den komplexen Vermittlungsprozess von Mündlichkeit und Schriftlichkeit als unterschiedliche Mischformen aus Verschriftung und Verschriftlichung abbildet. Freilich haben diese Beobachtungen und begrifflichen Unterscheidungen im Hinblick auf Medium und Konzept der Mündlichkeit und Schriftlichkeit nicht nur Geltung für diese eine Textsorte oder nur die althochdeutsche Literatur. Vielmehr sind alle mittelalterlichen Texte vor diesem Hintergrund zu lesen und zu interpretieren. Dass darin die besondere Herausforderung der Medievistik liegt, dürfte sich bereits erwiesen haben, aber auch, dass dafür nicht allein die vielbeschworene Alterität des Mittelalters verantwortlich zu machen ist. Intrikate Verwerfungen, die durch die Übertragung von Mündlichkeit in Schriftlichkeit entstehen, erleben wir, wie gezeigt und gehört, stets auch in unserer Alltagswelt. Irembert von Admont zum Beispiel, Mönchspriester des steiermärkischen Benediktinerklosters und geistlicher Betreuer des ansässigen Nonnenkonvents, berichtet um 1152-53 in den Prologen zu zweien seiner Bibelkommentare, dass die Nonnen Rigelind und Irmgard, die seinen geistlichen Vorträgen lauschten, dass sie ohne sein Wissen seine lateinischen Exegesen heimlich auf Pergament mitschrieben. Später habe er diese Texte ohne wesentliche Veränderungen in seine Aufzeichnungen eingefügt und die Textteile mit den Namen der schreibemsigen Nonnen gekennzeichnet. Sie fragen sich vielleicht, wie das vor sich gegangen sein soll, dass er die Schreibtätigkeit nicht bemerkte. In einem Doppelkloster waren die Konvente der Männer und Frauen räumlich voneinander getrennt und es war beiden Geschlechtern streng verboten, das andere zu sehen oder gar zu besuchen. Kontakte zu den Mönchen, zum Abt und zum Priester, aber auch zu weltlichen Besuchern
und Angehörigen konnten die Nonnen nur durch ein kleines vergittertes Fenster im Kapitelsaal pflegen, durch welches auch die geistlichen Belehrungen gesprochen und die Beichte abgenommen wurde. Irembert konnte also die Nonnen kaum oder auch gar nicht sehen, während er mit ihnen sprach, so dass ein Mitschreiben seiner Worte sehr leicht unbemerkt geblieben sein kann. Trotzdem können wir nicht wissen, ob sich die Sache genau so zugetragen hat. Die Originale der Nonnen sind, wenn es sie je gegeben hat, verloren. Mag es sein, dass Irembert im wahrsten Sinne wie ein Buch reden konnte, ist vielleicht doch eher unwahrscheinlich, dass seine mündlichen Ausführungen ad hoc die Qualität desjenigen Schriftkonzepts erreichten, als welches es schließlich auf uns gekommen ist. Schreiben nach Diktat war jedoch durchaus üblich und über das Kloster hinaus weit verbreitet, wie diese Abbildung aus dem berühmten Codex Manesse der Heidelberger Liederhandschrift zeigt. Das Bild zeigt wohl links Konrad von Würzburg, einer der einflussreichsten und produktivsten Autoren des 13. Jahrhunderts. Er hat nicht nur ein breites Liedövre mit Minnesang und Sangsprüchen vorgelegt, sondern auch kleine wie große epische Texte verfasst. Rechts zu den Füßen Konrads sitzt ein Schreiber, der offensichtlich Konrads mündliche Rede nach Diktat aufschreibt. Konrads Redegeste mit der rechten Hand korrespondiert mit den Schreibwerkzeugen. In der rechten Hand hält der Schreiber eine Feder, in der linken ein Rasiermesser, mit dem er durch Abschaben des Pergaments Geschriebenes korrigieren konnte. Andere Darstellungen im gleichen Kodex zeigen die andere Seite der Spannung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Hier kommt das schriftliche Minnelied in die Mündlichkeit. Der Sänger ist hier wahrscheinlich Gottfried von Neifen, wie die Überschrift angibt. Die Rezipientin des Liedes, welches der Sänger offensichtlich vom Pergament abliest, die Minnedame. Dies ist die Situation, die sich in den Minneliedern selbst abspielt. Ein Sänger-Ich trägt qua Liedvortrag der Angebeteten seine Liebe an. Bei dieser Darstellung rechts handelt es sich also um eine literarische Fiktion, welche die Lieder entwerfen, die wiederum in einer außerliterarischen Situation im linken Bild schriftlich werden. Ein interessanter Unterschied lässt sich an den Beschreibstoffen ausmachen. Während links das Diktat Konrads offenbar direkt in den Kodex eingetragen wird oder jedenfalls auf Pergamentblätter, die später zu einem Kodex zusammengebunden werden könnten, singt der Sänger rechts von einer Schriftrolle ab, einem sogenannten Rotulus. Diese wurden eigentlich für Verzeichnisse, zum Beispiel Besitznachweise oder zum Totengedenken verwendet, da man sie durch Anknüpfen weiterer Pergamentblätter bei Bedarf verlängern konnte. Hier verweist das Medium aber vielleicht stärker auf eine flüchtigere Art von Geschriebenem oder aber für die Übertragung des schriftlich Konzipierten in die Mündlichkeit als Zielkommunikation praktischere Variante. Denn Sie dürfen sich die Aufführung von Minnesang, aber auch epischen Texten an den Höfen des 12. und 13. Jahrhunderts nämlich in etwa so vorstellen. In der Mitte einer Schar Musiker ist hier der Sänger Frauenlob zu vermuten. Er selbst begleitet seinen Liedvortrag musikalisch und lässt sich von insgesamt 8 Musikern mit unterschiedlichen Instrumenten begleiten. Als Publikum figuriert hier nur der Fürst selbst. Realiter wurden literarische Texte, epische wie lyrische, zu Festgelegenheiten verschiedener Anlässe vor der Hoföffentlichkeit und geladenen Gästen aus Geistlichkeit und Politik aufgeführt. Neben musikalischer Begleitung kamen vermutlich auch Kostümierungen zum Einsatz. Mittelalterliche Dichtung wird vorgetragen, vorgesungen, mit Instrumenten begleitet. Nicht nur die Lyrik, sondern auch die Epik. Ein mehr oder weniger großes Publikum nimmt dieses Gesamtkunstwerk aus Text, Lautästhetik, Rhythmik und Instrumentierung auditiv wahr. Aber selbst diese Gemengelage beschreibt das Leben eines mittelalterlichen Textes noch unvollständig, denn der Vortrag ist gebunden an einen Menschen, der vor seinem Publikum in eine oder gar mehrere Rollen schlüpft und diese spielt. Der Vortragende kann die Lautstärke und Intonation seines Gesanges variieren und er kann durch Veränderungen seiner Physis das Publikum beeinflussen. Gehen auf der Bühne, gestikulieren mit Händen und Armen, Veränderungen der Gesichtsmimik, Kostümierung. Erst jetzt zeigt sich ein literarischer Text des Mittelalters in seiner Gesamtheit. Dieser Gesamtheit ist bei der Analyse mittelalterlicher Literatur stets Rechnung zu tragen. Auch wenn der situative Kontext sich zumeist aufgrund der vielen Abstufungen zwischen Verschriftung und Verschriftlichung nur bruchstückhaft aus der Schrift rekonstruieren lässt. Nur ein sehr geringer Teil des mittelalterlichen Liedgutes ist zum Beispiel überhaupt mit Musiknotationen überliefert, obwohl von einer grundsätzlichen Sangbarkeit auszugehen ist.
Wenn selbst der Minnesänger hier vom Blatt ablesend dargestellt wird, ist schwer vorstellbar, dass große epische Werke wie etwa das Nibelungenlied oder Wolframs von Eschenbach Parsival, zwei Werke, auf die wir noch ausführlich zu sprechen kommen werden, allein durch Gedächtnisleistung vorgetragen wurden. Es ist davon auszugehen, dass die Autoren solche Werke in irgendeiner Form schriftlich konzipierten bzw. nach Diktat konzipieren ließen, vielleicht auch auf unbeständigeren Materialien wie Wachstafeln. Solche autonahen Schriftzeugnisse aus der mutmaßlichen Entstehungszeit der Texte sind zu 99,9% der Fälle verloren. Eine Handschrift von Otfrids von Weißenburg Evangelienbuch ist eine dieser sehr, sehr seltenen Ausnahmen. Die Überlieferung der Texte sind in allen anderen Fällen Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte von der eigentlichen Entstehung getrennt und hat dazwischen mutmaßliche zahlreiche Stationen der schriftlichen Fixierung, der Oralisierung und Reoralisierung, also der Mündlichwerdung und erneuten Verschriftlichung passiert. Weder heißt es jedoch, dass alle Mündlichkeit aus den uns überlieferten Textzeugen verschwunden ist, noch dass Merkmale der Mündlichkeit wie deiktische Elemente und andere Aspekte der Situationsgebundenheit, die ein schriftlich überlieferter Text aufweist, direkt auf eine ursprüngliche mündliche Entstehung und oder Aufführungspraxis hindurchschauen ließe. Das sogenannte Anno-Lied steht wahrscheinlich im Kontext der Verehrung Annos, der 1056 durch Heinrich III. Zum Erzbischof von Köln ernannt wurde. Der uns unbekannte Verfasser war wahrscheinlich ein Mönch im Kloster Siegburg, auf dem die Verehrung Annos ebenso ausging wie seine kontroverse Heiligsprechung im Jahre 1183. Denn Anno war zu seiner Zeit als geistlich und gleichzeitig weltliches Oberhaupt der Stadt Köln einer der einflussreichsten Männer seiner Zeit, was ihm zahlreiche Feindschaften einbrachte. Als Vormund Heinrichs IV. Fungierte er außerdem 6 Jahre als Reichsverweser. Er regierte mit viel Ehrgeiz und Gewalt, scheute auch nicht blutige Auseinandersetzungen mit der Kölner Kaufmannschaft, in deren Folge er sich, zunächst gedemütigt und vertrieben, mit schrecklichem Zorn rächte, was mehrere hundert Menschen das Leben gekostet haben soll. Anno war also eine äußerst kontroverse Figur. Das Anno-Lied ist daher wahrscheinlich als Repräsentations- und Propagandadichtung gegen seine Feinde zu verstehen. Es wird eine Entstehung um 1077, also schon ein Jahr nach Annos Tod, angenommen. Die Volkssprache verweist darauf, dass der Text nicht nur innerhalb der Siegburger Klostermauern oder klerikal gebildeten Gruppen Wirkung entfalten sollte, sondern auch unter denen, die kein Latein verstanden, wie den Adel und das Anno verhasste Kölner Patriziat. Der Text umfasst 878 Verse in 49 gleich langen Strophen. Sie behandeln die heilsgeschichtlichen Themen, beginnend bei Schöpfung und Sündenfall bis hin zu den Heiligen von Köln, zu denen Anno zähle. Einem umfänglicheren Überblick über die Profangeschichte, welche etwa die Vier Reiche Lehre umschließt, über die Herrschaft Cäsars, die Begründung des römischen Imperiums und in ihm die Gründung der Reichsstädte, um auf Köln und Anno zu sprechen zu kommen. In einem dritten Teil wird dann das Leben Annos und seine Wundertaten als Heiliger geschildert. Schon allein der Umfang lässt eine rein mündliche Konzeption unwahrscheinlich werden, trotzdem der Text strophisch und in unreinen Reimpaar Versen aufgebaut ist. Je zwei aufeinanderfolgende Verse reimen miteinander, bisweilen mehr schlecht als recht, also unrein. Singen, dingen, aber fuchten und brechen. Die ersten Zeilen sollten Sie an einen anderen Text erinnern. Das althochdeutsche Hildebrandslied oder auch das Nibelungenlied, das freilich später als das Anno-Lied entstanden ist. Was hier vom Verfasser des Anno-Liedes imitiert wird, ist die mündliche Tradition der Geschichts- und Heldendichtung mit dem typischen Erzähleingang »Ich bzw. wir hörten früher etwas singen oder sagen«. Mit diesem Motivzitat stellt sich der Text gleichzeitig in diese Tradition der Mündlichkeit, des sangbaren Heldenlobs, hebt sich aber auch von ihr ab als etwas Vergangenes. »Wir horten je dicke Singen von alten Dingen«, dem etwas Neues gegenübersteht. Nu ist Zeit, dass wir denken, wie wir selbe sollen enden. Wer sich im Anno-Lied mit wir bezeichnet, ist nicht eindeutig und auch nicht, welchen Zeitpunkt nu genau bezeichnet. Die deiktischen Elemente sind Residuen der mündlichen Rede, deren Situativität der Verschriftung zum Opfer gefallen sind. Sollte man meinen.
Der Fall liegt aber anders, wenn der Text mit einem Zitat des typisch heldenepischen Erzähleingangs nur so tut, als sei er mündlich. Das Zitat also vielmehr auf die Mündlichkeit der Vergangenheit verweise und dies der gegenwärtigen Schriftlichkeit entgegensetze. Früher nannte man dies fingierte Mündlichkeit, die es sehr wohl gegeben haben wird und auch heute noch vielfach gibt als stilistische wie funktionale Signale in der Erzählliteratur und anderen Textgattungen. Fingierte Mündlichkeit entsteht in literarischen Texten durch die Integration einer Auswahl von sprachlichen Mitteln, die zunächst in Nähesituationen prototypisch und funktional sind. Die Problematik für die Beurteilung aus der historischen Distanz liegt nun aber darin, dass phänomenologisch zwischen echter und fingierter Mündlichkeit keinerlei Unterschied besteht und daher der Begriff der Fingiertheit vielleicht besser vermieden werden sollte. Schaut man sich nämlich die Überlieferung des Annoliedes an, stellt man fest, dass es im Prinzip keine gibt. Wir kennen den Text nämlich nur aus zwei sehr, sehr späten Drucken, von denen einer, der ältere, von 1597 durch den flämischen Humanisten Bonaventura Vulcanius, zudem unvollständig ist. Der vollständige wurde durch den Barockdichter Martin Opitz 1639 abgedruckt. Die Drucke waren früher der Stadtbibliothek Wrocław zugewiesen und sind heute nicht mehr nachweisbar. Die Überlieferung ist also fast 600 Jahre von der Textentstehung getrennt. Man kann nun argumentieren, dass diese offensichtliche Überlieferungslücke für eine genuin mündliche Tradierung, also eine langlebige mediale Mündlichkeit spreche, wenn ihm wohl auch ein schriftliches Konzept zugrunde gelegen haben wird. Vielleicht hatte die Dichtung nicht den erwünschten Erfolg. Andernfalls wäre man wohl früher auf die Idee gekommen, den mündlich tradierten Text zurück in die Schrift zu transferieren. Aber auch umgekehrt ist denkbar, dass es nur eine sehr, sehr schmale schriftliche Überlieferung gegeben hat, die das Kloster Siegburg vielleicht nie verlassen hat. Dort als ein exklusiver oder auch ganz marginalisierter Text in wenigen Handschriften oder vielleicht sogar auch nur einer verwahrt wurde, von denen dann eine oder zwei irgendwie in die Hände der Humanisten fielen, die sie schließlich in den Druck brachten. Nichts Genaues weiß man nicht. Beide Szenarien scheinen möglich. Als Propagandadichtung könnte dann der Text allerdings kaum plausibel betrachten werden. Der Erzählanfang, der sich konzeptionell mündlich gibt, aber genauso konzeptionell schriftlich als Motivzitat gezielt an eine literarische Tradition zurückverweist, an deren Aura und Wirkmacht die Dichtung partizipieren wollte, lässt eine Entscheidung offen. Beide Interpretationen haben aber unterschiedliche hermeneutische Konsequenzen, die sich von dem Zusammenhang zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Medium und Konzept ableiten, von denen ich hier nur einige ganz wenige angedacht habe. Die Rekonstruktion der konzeptionellen und medialen Umstände neben anderen ist methodisch heikel, da wir kaum positive Daten dafür zur Verfügung haben. In einem Fall wie dem Annolith gar keine, außer wenige Artefakte echter oder fingierter Mündlichkeit, keine Melodie, keinen Hinweis auf Aufführungssituationen, Publikum etc. Die Lage verbessert sich kaum im Hinblick auf den Minnesang oder die Epen bekannter Autoren des Hochmittelalters. Zentral bleibt aber der Einfluss der Aufführung als ein visuell, auditiv wahrgenommenes Kulturereignis, das seine Bedeutung unter der Kopräsenz von Sprecher oder Sänger und Hörenden in einem distinkten, situativen Kontext immer wieder neu aktualisiert. Denn es macht etwas mit Ihnen als RezipientInnen, wenn Sie mich so sprechen hören oder auch so oder eben wieder so. Texte wurden ja nicht einmal vorgetragen, sondern von wechselnden Personen, auch an wechselnden Orten, vor verändertem Publikum. Nicht selten waren die Sänger oder Vortragenden nicht mit den Autoren identisch. Selbst unterschiedliche Melodien, Instrumentalisierung, Kostümierung für den gleichen Text sind denkbar. Obwohl ist es sinnvoll, im Hinblick auf solche komplexen Aufführungssituationen vom gleichen Text zu sprechen? Wohl kaum. Texte, die mündlich aktualisiert werden, sind äußerst anfällig gegenüber Veränderungen. Sie können sich das leicht an der Gattung des Witzes oder des Rätsels vergegenwärtigen, die bis zum heutigen Tag nicht nur, aber auch mündlich tradiert werden und ein ähnlicher Text jeweils in sehr vielen unterschiedlichen Varianten vorkommt. So lässt sich denken, dass ein
oder mehrstrophige Lieder der mittelalterlichen Liebeslyrik spontan von einem Vortragenden modifiziert wurden, Strophen weggelassen oder umgestellt wurden. Längere Erzähltexte mochten gekürzt, Szenen spontan, situativ auserzählt und umgeordnet worden sein, je nach Vorliebe und Geschmack des Publikums. Vielleicht gefiel einer Rezipientinnengruppe das Ende nicht und so wurde eben ein anderes gedichtet. Solche Praktiken, die im Medium der Mündlichkeit entstehen, zeitigen natürlich auch Reflexe beim Transfer in die Schriftlichkeit. Schauen wir uns einmal ein Minnelied des Autors Reinmar von Hagenau an, der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts lebte und dichtete. Ich gehe gar nicht auf den Inhalt des Textes ein. Den Text in seiner Bedeutung schauen wir uns zu gegebener Zeit in einer späteren Folge dieser Vorlesungsreihe genauer an, wenn wir uns intensiv mit dem Minnesang auseinandersetzen. Für den Moment geht es mir nur darum, Ihnen zu zeigen, wie die Überlieferungsvarianz eines solchen Minneliedes aussehen kann. In der Ausgabe abgedruckt ist ein dreistrophiger Text. Die kleinen Anmerkungen neben und über den Strophen sowie unter den Strichen im unteren Seitenbereich machen Angaben zur Überlieferung in unterschiedlichen Handschriften, die mit den Buchstaben B, C und A bezeichnet sind. Die erste hier abgedruckte Strophe ist in Handschrift B und C die erste Strophe des Liedes. In Handschrift A wird sie als Nummer 44 gezählt. In ihr weichen die Verse 4, 8 und 9 so signifikant von C und B ab, dass sich der Herausgeber veranlasst sah, diese komplett unten im sogenannten Variantenapparat abzudrucken. Die zweite hier abgedruckte Strophe ist auch in Handschrift C die zweite Strophe. In Handschrift A steht sie aber vor der ersten Strophe, denn sie wird als Nummer 43 geführt. Die Handschrift B schließlich gehört sie überhaupt nicht zu diesem Lied, sondern in ein ganz anderes, das dort unter der Autorüberschrift Friedrich von Hausen aufgeschrieben wurde. Außerdem lauten Vers 2.3 bis 2.5 ganz anders, wie im Variantenapparat abgedruckt. Die dritte Strophe in der Ausgabe ist auch die dritte Strophe in Handschrift C. In Handschrift A folgt sie auf die erste Strophe als Nummer 45 und in Handschrift B gehört sie wieder zum Oeuvre Friedrichs von Hausen. Auch hier gibt es weitreichende Varianzen auf der Versebene in A und B. Ohne schon auf die inhaltliche Ebene des Textes zu wechseln, wollen Sie mir sicher zustimmen, dass es sich bei den einzelnen überlieferten Varianten nicht eigentlich um den gleichen Text handelt, sondern dass jeder Überlieferungsträger seine ganz eigene Version tradiert, die ihre Existenz einer spezifischen Aufschreibesituation verdankt und eine individuelle Bedeutung kodiert. Was bedeutet also Varianz und der Begriff Variante in diesem Zusammenhang? Unter Varianz, von lateinisch variatio, Verschiedenheit, versteht man die vollzogene Veränderung eines Textes auf vielen verschiedenen Ebenen, Graphem, Wort, Satzteil, Satz und höherer Textebenen, wobei sowohl der Autor eines Textes dafür verantwortlich sein kann oder aber auch andere Personen, die mit dem Text in irgendeiner Weise zu tun haben. Varianten können lediglich punktuell auftreten, auf ein Wort oder ein kleines Syntagma beschränkt, oft mit Synonymcharakter, und verändern dann die Semantik des Kontextes nur wenig. Varianten können aber auch weite Bereiche eines größeren Textes durchziehen und dann die Textbedeutung stark beeinflussen, besonders dann, wenn Plus- bzw. Minustext zu verzeichnen ist. Zum Beispiel Fassung A von Text X umfasst 100 Verse, Fassung B 80 und Fassung C 150. Während man bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein Textvarianten zumeist als Fehler betrachtet hat, die zugunsten einer Wiederherstellung eines autornahen Textes, des Archetyps, bezieht sich die texthermeneutische Auseinandersetzung mit einem Text, also die kommentierende und interpretierende Arbeit, auf sogenannte Leithandschriften, eine oder zwei geeignete Quellen. Geeignetheit kann sich an vielfältigen Kriterien manifestieren: Vollständigkeit, Hochwertigkeit, Alter, wobei die älteste keineswegs immer die beste Überlieferung darstellt. Textvarianten können, wie bereits geschildert, unterschiedliche Gründe haben, die sich aus der Aufführungssituation hervorgehen. Sie können aber auch bei der schriftlichen Reproduktion, das heißt also beim Aufschreiben von schriftlichen Texten oder beim Schreiben nach Diktat, entstehen.
Nicht alle Varianten entstehen dabei bewusst. Der Diktierende spricht undeutlich, die Vorlage ist korrupt oder schlecht lesbar, der Abschreibende versteht sie schlecht aufgrund dialektaler Eigenarten, ist allgemein ungeübt oder nachlässig, wodurch er etwa Verse vertauscht, ganz auslässt oder Seiten überblättert oder ähnliches. Alles, was Ihnen beim Schreiben, beim Abschreiben eines fremden handschriftlichen Textes an Fehlern passieren kann, ist auch mittelalterlichen Schreibern zuzutrauen. Aber auch intendierte Varianten sind möglich, die entweder der Autor noch selbst verantwortet oder ein Redaktor mit unterschiedlichen Intentionen produziert. Die Leithandschrift der Ausgabe von Reinmars von Hagenau Liedern zum Beispiel ist Handschrift B, die sogenannte Weingartner Liederhandschrift. Sie stammt aus dem frühen 14. Jahrhundert und wurde zwischen 1310 und 1320 in Konstanz geschrieben. Als Leithandschrift bietet sie sich an, da mit dieser Sammlung ein Großteil der Lieder Reinmars angeboten werden kann, die schon für das Mittelalter bedeutsam gewesen sein dürfte, wie ihre Mehrfachüberlieferungen dokumentieren. Eine authentisch mittelalterliche Auswahl also. Apropos Mehrfachüberlieferung. Varianten sind natürlicherweise nur dann festzustellen, wenn Texte mehrfach überliefert sind. Das ist oft der Fall. Die Überlieferungsdichte kann zwischen 2 und Hunderten liegen, je nach Textsorte und Popularität. Während Sachtexte sehr häufig abgeschrieben wurden und daher in vielen Varianten vorliegen, gibt es von poetischen Texten oftmals nur einen Überlieferungszeugen. Man spricht dann von unikaler oder Einzelüberlieferung. Varianten liegen dann logischerweise nicht vor. Wie Sie bereits wissen, ist diese unikale Überlieferung dennoch fast immer Jahrzehnte oder Jahrhunderte von der eigentlichen Textentstehung getrennt. Wenn Sie sich informieren möchten, wie oft in wie vielen Varianten ein Text des Mittelalters überliefert ist, empfehle ich Ihnen die Online-Datenbank Handschriftenzensus der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Sie verzeichnet Informationen zur Überlieferung, zu Katalogen, Ausgaben und Forschungsliteratur zu sämtlichen deutschen Handschriften des Mittelalters und verlinkt auch zu Digitalisaten. Hier sehen Sie zum Beispiel die Überlieferung des Annolides und hier des sogenannten deutschen Lucidarius, eines um 1190 entstandenen enzyklopädischen Werks in Prosa, welches das zeitgenössische, vorhandene theologische und naturkundliche Wissen darstellt. Ah ja, und hier. Und hier. Probieren Sie es doch einmal selbst und schlagen Sie im Handschriftenzensus die mittelalterlichen deutschen Texte und Autoren nach, die Sie bereits im Verlauf dieser Vorlesungsreihe kennengelernt haben.